Wir bauen eine Drahtseilbahn vom Gipfel des Berges bis zur Küste. Wenn das klappt, werden wir den ganzen Wald an die Küste befördern. Pfeif auf die Braunkohle! Wir werden ein Sägewerk errichten, Bretter, Pfähle, Grubenholz herstellen und eine Masse Geld verdienen. Bei Gott, je älter ich werde, desto lebhafter werde ich. Die Geschichte spielt ja in Kreta und sie spielt in einer Zeit vor, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, diese Gefühle, die in diesem Stück vorkommen, haben sehr viel auch mit meiner Kindheit in Ex-Jugoslawien zu tun, für mein Gefühl. Seine Augen waren rot und geschwollen. Steh auf und komm mit, murmelte er der Witwe zu. Sie erhob sich, sammelte alle Kraft und nahm einen Anlauf, sich durch die Menge zu schieben. Aber der alte Mavradonis sprang wie ein Falke auf sie nieder, wickelte sich ihr langes schwarzes Haar dreimal um den Arm und trennte mit einem einzigen Schnitt ihren Kopf vom Rumpf. Ich nehme die Sünde auf meine Rechnung, rief er und warf den Kopf des Opfers auf die Schwelle der Kirchentür und bekreuzigte sich. Die Musik ist eigens für diese Aufführung komponiert worden. Teilweise lese ich allein und spiele allein, teilweise spielt die Musik allein. Und vieles ist aber auch gemeinsam in der Gestaltung. Die Inszenierungen von Sagas Ensemble sind für mich eine ganz besondere Bereicherung und Herausforderung, da sie keine reinen Lesungen sind. Es gehört noch eine Menge Brimborium dazu, aber zum Teufel, ich kann mich nicht mehr erinnern. Kommen wir zur Hauptsache. Er machte einen Luftsprung. Jetzt. Und streckte mir seine Hand entgegen. Halte auch du dein Händchen hin, meine Herzensdame. Deren fleischige Hand, von Lauge gebeizt und vom Waschen verarbeitet, schob sich zitternd vor. Ich streifte ihr den Ring auf den Finger, während Sorbas außer sich wie ein Derwisch schrie. Der Knecht Gottes Alexis ist mit der Magd Gottes Hortense verlobt. Die Magd Gottes Hortense ist mit dem Knecht Gottes Alexis verlobt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! So, und jetzt ist Schluss und herzlichen Glückwunsch! Chef, eine gebeichtete Sünde ist keine Sünde.